Moin und grüß Gott, wenn es wieder heißt, der Flachlandradler unterwegs. Ja, ich muss leider sagen, ich muss mir irgendwas aufgesagt haben. Ein bisschen erkältet bin ich. Also kann ich keine so riesigen Tour mit vielen Höhenmetern machen. Also muss ich jetzt eine kleine, kurze Runde, was heißt kurz, lang wird sie trotzdem, aber mit wenig Höhenmeter. Ja, ich will einfach mal zum Wörthersee hinüber. Das ist gar nicht so weit. Erst nach Klagenfurt, Wörthersee, Villach und dann wieder hier zurück. Ja, sind nicht so viele Höhenmeter. Ich habe noch viel mehr geplant hier, um mal richtig in die Berge zu fahren. Aber das muss ich leider ein bisschen hinten anstellen, mich nicht zu sehr anstrengen. Ja, das Wetter, ja, es sieht zwar sonnig aus, aber es war richtig kalt heute Morgen. 8 Grad, boah, das ist schon richtig herbstlich gewesen. Auch jetzt sind gerade gegen 10, 14, 15 Grad. Ja, die Sonne wärmt natürlich so langsam, aber die war die ganze Zeit hinter den Wolken verschwunden. Aber jetzt kommt sie raus, jetzt fahre ich los, ja, will mir die Gegend angucken. Wie gesagt, Wörthersee wird ja wohl auch richtig schön sein. Mal schauen, was es für schöne Bilder geben wird, eine schöne Strecke. Also dann wünsche ich viel Spaß dabei. We got time on our side, we're in a state of hope. I need you on my fire, I want you to know. Every time you're away, I long for you so much I can find my way. We got everything here, at least to stay alive. And the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on our own. Do you feel that we got something strong? And I saw you. Kilometer bin ich gefahren. Man sieht da hinten noch den Ossiacher See. So ein bisschen, ja, wie man auch sieht, so richtig hoch sind jetzt hier die Berge nicht. Das sind eher Hügel. Aber trotzdem über 1000, 1600 Meter hoch. Das täuscht. Aber, boah, Erkältung, das merkt man. Ich bin hier ganz langsam hoch. Das ist irgendwie komisch, nicht so volle Pulle hochzufahren. Es geht ein bisschen mehr, aber ich lasse es mal ein bisschen vorsichtig angehen. Schön ist es, leider ist hier nicht die Sonne, ja, Hauptsache kein Regen, denn auf der Nordseite der Alpen regnet es noch weiter. Hier ist es trocken, da hinten ist die Sonne, ja, kann ich nichts machen. Ich bin irgendwie auch froh, dass es gerade jetzt hier nicht so die Sonne knallt. Aber schön ist es, tolle Aussicht, trotzdem. Oh, dann geht es gleich weiter, vielleicht sehe ich dann gleich auch wieder ein bisschen höhere Berge, die Karawanken oder so Richtung Slowenien runter. Aber das weiß ich noch nicht. Das werden wir dann sehen. Schöne Aussichten wird es auf jeden Fall weiterhin geben. Auf der Strecke erstmal nach, jo, bevor ich hier überhaupt Klagenfurt war es. Ja, die Aufräumarbeiten sind im vollen Gange. Man sieht es hier aber immer nur so streifenmäßig, ist der Wald hier zerstört. Ja, waren auch starke, starke Gewitter. Kann auch schon ein bisschen länger her sein. Ich weiß das jetzt nicht, weil hier doch relativ vertrocknete Laubbäume auch rumliegen. Muss ja nicht jetzt von Donnerstag weiter vor ein paar Tagen gewesen sein. Aber teilweise schon heftig. Natur halt. Da sind sie nur zu sehen, die Karawanken, die etwas höheren Berge. Ja, leider muss man ja auch sagen, Katastrophengebiet, besonders noch mal dahinter auf slowenischer Seite. Das hat es darin noch mal heftiger getroffen als Österreich. Man sieht es ja auch immer noch. Ja, selbst hier der Mais, der ist nicht vertrocknet, sondern zerzaust vom Sturm, von den Gewittern wahrscheinlich. Viel umgeknickt, Blätter zerrissen.
Also was Natur, Wind doch Kraft hat. Ja, echt erschreckend mal wieder. Jo, aber das schöne Wetter kommt näher. Jetzt kommt gleich richtig schön die Sonne raus. Es wird auch gar nicht mal so heiß heute. Um die 20 Grad, also richtig angenehm. Ja, und Regen, ja, soll es eigentlich fast gar nicht geben. Vielleicht mal so ein einzelnes Tröpfchen, aber ich glaube das bald nicht. Gewitter, alles ist vorbei. Die freuen sich alle hier, glaube ich. Es sickert ja auch noch aus allen Ecken von den Feldern über die Straße. Ich habe jetzt noch mal gerade eben so ein bisschen gesehen. Echt heftig. Aber ich bin hier nicht zum Katastrophentourismus, sondern nur als Tourist hier und möchte mir die schönen Dinge angucken. Also Klagenfurt, Wörthersee, das sind die großen Highlights heute. Also geht's weiter. Klagenfurt ist erreicht, war ziemlich easy eigentlich, keine Schwierigkeiten, schöne Abfahrt. Jetzt bin ich hier auf einem neuen Platz am Lindwurmbrunnen, richtig toll. Ja, für Fahrräder fand ich das jetzt nicht so gut hier reinzukommen. Ich muss auch sagen, die ganze Strecke bis hierhin war viele, viele ja, Schäden auf der Straße. Risse, Schläge ohne Ende, also mit Rennrad wäre das hier noch sehr schwierig, was ich noch so vorhabe anscheinend. Aber sonst, ja, tolle Stadt, so ist es nicht. Aber mit Fahrrad fand ich das jetzt nicht so perfekt. Naja, hier in der Innenstadt geht's. Hier darf Fahrrad überall mit rein. Und längs fahren, vorsichtig natürlich, aber es darf hin. Ich mache jetzt erstmal eine Pause und dann geht's weiter zum Wörthersee. Der ist noch ein bisschen entfernt, obwohl Klagenfurt am Wörthersee liegt. Naja, dann erstmal Mahlzeit. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out. Someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your bag if you'll have mine. Da bin ich nun am wunderschönen Wörthersee. Hier sieht man auch wieder Hochwasser, hat der See und es quillt hier noch aus den Schächten hinaus. Ja, das ist eigentlich nur noch das Grundwasser. 24 Stunden hat es so gut wie nicht mehr geregnet.
Das ist immer noch Restwasser. Ja. Aber wunderschön. Man sieht noch nicht mal den ganzen See, der geht nur um eine Kurve. Das ist ein ziemlich langer See. Ja, hier ist auch ein bisschen mehr los. Aber ich folge dem See jetzt auf dem Nordufer entlang. Erstmal bis zum Ende. Ja, wunderbar. Ja, eine Abkühlung wäre es jetzt da drin, aber nee, jetzt nicht. Wow, aber richtig toll. Naja, die nächsten Kilometer geht es erstmal am See entlang. Schauen wir mal, was es bringt. Just living off the edge. Only good times ahead. So let me put a smile upon your face. Maybe make your worries go away. So put your trust in me. We'll work it out, we'll see. If we get it. Am wunderschönen Wörthersee, aber auf dem Radweg, da sieht man echt nicht viel von dem See. Immer an den Bahnschienen, da ist immer privat dazwischen. Ja, hier darf man mal wieder ein bisschen baden. Nach über acht Kilometern kommt man mal wieder richtig ran. Ja, richtig idyllisch ist es nicht, macht nicht unbedingt Spaß. Aber hier ist es ja wieder richtig toll. Wow, ja, da oben ist der Pyramidenkugel, ja, Aussichtsplattform. Da ist bestimmt heute auch richtig was los, seit langem mal wieder gute Sicht hier. Auf den tollen Wörthersee. Auf der anderen Seite sind da die Karawanken von da oben gut zu sehen. Auch mal so ein richtiges schönes Ziel. Ja, ich fahre jetzt weiter. Ich habe jetzt gleich 50 Kilometer schon hinter mir. Das glaubt man gar nicht. Schön ist es, ja, aber nervt ein bisschen. Das geht ja noch so weiter. Ich glaube noch knappe 10 Kilometer immer noch. Ja, dann habe ich den Wörthersee hinter mir. Aber ich werde es sehen. Ja, es ist halt so. Alpen sehen, aber das Wetter ist top. Was will ich mehr? Also geht's jetzt weiter. Car, drive someplace far. Yeah, we could go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you have mine. You and I, you and I. Wanna leave everything behind. Am Ende des Sees angekommen, ging so genauso weiter, war nicht gerade schön. Die Aussichten, die man mal hatte, ja klar, aber viel hat man nicht gesehen. Jetzt hier, ja, am Wörthersee ist es gleich zu Ende. Ich fahre dann gleich weiter Richtung Villach. Wow, es ist echt schön, aber wie gesagt, eine schöne Strecke war es nicht. Ich will mich auch nicht beschweren, es ist auch nicht super heiß. Das macht trotzdem Spaß. Wow, aber ein bisschen kaputt bin ich auch schon. Aber ich habe auch noch 30 Kilometer wieder zurück. Mal sehen, was da noch kommt. Ein bisschen genießen hier und dann geht's weiter. How would be if waiting for you if you had to leave? How would wait a lifetime if you were at sea? I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal.
bin ich an der Drau angekommen. Eigentlich wollte ich noch zum Farker See, aber den lasse ich doch heute mal aus. Ja, die Kraft ist nicht so da. Ich lasse das mal. Ich folge jetzt den Drauradweg, dadurch kürze ich etwas ab. Ja, den Farker See, da komme ich bestimmt noch mal hin. Ja, der ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Ja, und so geht es jetzt weiter auf den Drauradweg. Ein bisschen abgekürzt, ist auch nicht schlimm. Ja, okay, weiter geht's. Schön ist es hier auch. Drauradweg ist ja so ein bisschen wie ein Kanal, ist immer alles gestaut. Ja, Hochwasser geplagt ist hier immer noch. Ja, ziemlich braun das Wasser. Man sieht sie auch wieder kaum. Aber egal, jetzt bin ich auch zurück. Ja, relativ flach. Ja, gut ausgeschildert. Gerade eben alles perfekt so. Ja, ziemlich einfach, muss ich sagen. Natürlich geht es immer mal ein bisschen bergauf, bergan. So, über Schotter. Asphalt, kaputten Asphalt, aber egal, ich strenge mich hier kaum an, das tut mir auch gut, ja, und so komme ich auch noch rum. Na, weiter geht's Richtung Villach, Eusihäusee. Nun verlasse ich die Drau. Jetzt geht es quer durch zum Ostsiacher See rüber. Aber es ist nicht mehr so weit. Es neigt sich dem Ende zu. Aber schön war es trotzdem alles bis jetzt. Das Wetter hat gehalten. Mal sehen, auf den letzten Kilometern wird es ja wohl auch noch gut gehen. Wow. Ja, so langsam bin ich echt geschafft. Also ich merke die Erkältung. Aber ich habe nie richtig den Puls hoch. Also da passe ich schon auf. Ich habe ja Zeit. Ach, über 70 Kilometer habe ich aber auch schon wieder. Mann, naja, weiter geht's auf den Rest. Da bin ich wieder am See. Ich habe noch 5,5 Kilometer bis zur Ferienwohnung. Das werde ich noch schaffen. Ich muss sagen, wenn ich jetzt die beiden See, Wörthersee und Ossiacher See vergleiche, finde ich den bald besser. Der ist nicht so touristisch, nicht so voll. Also Wörthersee war knackevoll. Der Radweg ist hier ungefähr gleich schlecht. Ungefähr. Man sieht nicht immer. Aber das ist egal, das kennt man aus den Alpen. Ich bin ja auch nur verwöhnt von der Schweiz, aber wow, schon geschafft bin ich. Es ist eine heftige Tour gewesen. 85 Kilometer werden es ungefähr werden. Paar Höhenmeter, nicht zu viele. Ja, war komisch, ich habe jetzt nicht volle Pulle gefahren. Im Flachen so circa 15-16 km/h immer so gehalten. Ohne große Anstrengung, Gegenwind hatte ich eigentlich auch nicht. Ja, die Strecke
zum Wörthersee hoch über die kleinen Dörfer, fand ich echt toll. Aber wovor ich jetzt richtig Respekt habe, sind die Straßenschienen. Also hier ist auf Hauptstraßen und überall sind echt dicke Schlaglöcher, Risse. Boah, das ist schon heftig. Also wenn ich mit Rennrad unterwegs sein sollte, da muss ich schon ganz schön aufpassen. Aber diese Tour war toll. Sag mal, Wörthersee kann man einmal sehen. Das langt dann aber auch. Nochmal muss ich da nicht unbedingt hin. Wie gesagt, sehr, sehr touristisch. Hier ist es irgendwie viel ruhiger, angenehmer. Ja, also habe ich alles richtig gemacht. Ja, die Erkältung hat ein bisschen zugeschlagen. Ich merke das auch. Ich bin ja doch ein bisschen platt. Ja, aber wow. Uff. Ja, ein bisschen Luft muss ich schon holen. Ich hoffe, es legt sich die nächsten Tage. Es gibt hier so schöne Ziele in der Höhe. Die möchte ich auf jeden Fall erreichen. Mal. Aber es gibt auch noch schöne Radwege im Tal. Ja, es gibt ja den Alpe Adria Radweg hier, der führt ja durch Villach durch. Oder Trauradweg, den ich heute ein Stück gefahren bin. Gibt auch so ein paar flache. Aber ich zeige auch so ein bisschen jetzt, was links und rechts davon, von diesen großen Wegen auch zu sehen ist. Ich fand's toll. Ich hoffe, es hat schöne Bilder gegeben, auch wenn der Weg, naja, nicht immer super war. Aber mir langt's jetzt. Ja, jetzt mit Rückenwind zurück und dann habe ich es geschafft. Und dann werde ich wohl hoffentlich gut ausschlafen und morgen ein bisschen vielleicht besser drauf sein oder ich mache morgen Pausentag oder muss ich sehen. Ich habe immer viel Ehrgeiz, ja, ob ich so morgen wieder fahre. Am liebsten ja, muss ja auch nichts Starkes sein, aber werden wir sehen. Ja. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat dann gefallen, wenn es dann wieder heißt, ja, Flachlandradler unterwegs. Ja, wohl noch in Kärnten. Also dann Servus, sag ich mal. Moin, moin, bis zum nächsten Mal. Tschüss. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, I just wanna love you. If I'm gonna love somebody, somebody, I just wanna love you. Oh, oh, I just wanna love you right. Oh, oh, love you till the end of time. I just wanna hold you for forever. Every day you're making me better. 'Cause your love, there.